Jeder muss mal umziehen. Das ist stressig. Aber es gibt Leute, die dadurch ganz besondere Abenteuer erleben. Dieser Mann stellte nach seinem Umzug fest, dass sein Haus größer als zunächst gedacht war. Auch ein Ehepaar kaufte ihr erstes Haus, bei dem viel mehr getan werden musste, als sie vorher ahnten. Die Geschichte des alten Mannes, in dessen Haus seit über 30 Jahren nicht mehr geputzt wurde, wird dich umhauen. Die alte Villa. Dem jungen Paar Cal Hunter und Claire Zajarin stand durch ihr Studium die Welt offen. Nur wussten sie nicht, was ihnen noch bevorstand. Kurz vor ihrem Abschluss machte sich das Ehepaar auf die Suche nach einer gemeinsamen Wohnung. Innerhalb weniger Wochen fanden sie ein Haus, das sie kaufen wollten. Ihr Angebot wurde angenommen. Es war ein 120 Jahre altes schottisches Herrenhaus. Das konnte man nicht einfach mal reparieren. Es sollte die schlimmste Renovierung ihres Lebens werden. Sie hatte nicht mit so viel Arbeit gerechnet. Cal und Claire hatten keine andere Wahl, als optimistisch zu bleiben. Das half immer und hatte sie schon weit gebracht. Die Jameswood-Villa sah auf Google Street View sehr alt und baufällig aus, bot jedoch viel Charakter und Potenzial. Sie waren begierig, es in ein Meisterwerk zu verwandeln. Doch die Fotos hatten nicht alles gezeigt. Als sie die Auffahrt hochfuhren, wurde ihnen klar, dass die Renovierung viel mehr Zeit und Mühe erfordern würde, als sie zunächst gedacht hatten. Die meisten Fenster waren kaputt und das Dach war eingestürzt. Das war noch nicht alles. Die Villa war teilweise im Boden versunken. All dies ließ den Stadtrat das Grundstück als gefährlich kennzeichnen. Kein Wunder, dass das Haus zu so einem niedrigen Preis verkauft wurde. Obwohl viele Leute bei dem Anblick einer solchen Ruine sofort kehrt machen würden, wollten Cal und Claire nicht aufgeben. Dem jungen Paar gelang, über die bröckelnden Mauern und das eingestürzte Dach hinauszuschauen. Sie wussten, wie hübsch es sein könnte. Nach sorgfältiger Prüfung der Kosten war klar, dass es nur zwei Möglichkeiten gab: alles oder nichts. Wenn sie das Haus restaurieren wollten, mussten sie jeden Cent umdrehen. Das bedeutete, den Gürtel enger zu schnallen. Sie mieteten einen kleinen Wohnwagen und stellten ihn in den Hof der Villa. Kein fließend Wasser, kein Strom. Das Ehepaar sparte so genug Geld, um die Villa wieder aufzubauen. Doch bald erkannten sie, dass Geld nicht alles war. Sie brauchten Verstärkung. Freunde und Familie waren bereit und packten mit an. Sie glaubten, dass dieses Haus das Schicksal des Paares war. Egal welche Rückschläge auch kommen mögen, sie spürten, dass sich am Ende alles zum Guten wenden würde. Die Restaurierung des 120 Jahre alten Herrenhauses ist eine Mammutaufgabe. Aber all die Unterstützung sichert, dass Kyle und Claire nicht aufgeben. Übrigens dokumentieren sie alles auf ihren Social-Media-Kanälen. So können Menschen aus der ganzen Welt ihr Projekt mitverfolgen und hoffen, dass die Villa bald fertig wird. Ob sie sich nach dem Wohnwagen schnell an die Villa gewöhnen werden? Die große Reinigung. Die meisten renovieren ihr neues Haus, um es nach ihren Wünschen zu gestalten. Aber das macht nicht jeder. Der 83-jährige John lebte 33 Jahre lang im Dreck seiner Vorgänger und als er es zum ersten Mal reinigen ließ, machten einige Reinigungsfirmen erstmal einen Rückzieher. Johns Sohn Peter hatte genug. Sein Vater lebte seit 33 Jahren inmitten von Müllsäcken und Gerümpel. Langsam wurde es gefährlich. Nur die Toilette war nach vielen Hindernissen noch zu erreichen. Maxim kam zuerst an. Die Reinigungskraft wollte das Haus inspizieren und versuchte, in Johns Schlafzimmer zu gelangen. Doch was sie vorfand, war ekelerregend und erbärmlich. Der alte Mann schlief im Dreck. Ein richtiges Bett gab's nicht. Das Badezimmer war noch schlimmer. Es war vollständig unter Schmutz begraben. Nur die Toilette war zu erkennen. John konnte sich von nichts trennen. Das musste sich ändern. Er saß jeden Tag in der Ecke seiner Küche.
Das war der einzige Ort, wo noch Platz war. Nun, da Maxim eingetroffen war, konnten sie sich an die Arbeit machen. Sie hatten 3 Tage Zeit. In der Zwischenzeit schlief John bei seinem Sohn Peter. Für das Reinigungsteam war es der größte Auftrag aller Zeiten. Nicht mal der Boden war sichtbar. Sie brauchten Hilfe. Die beiden Frauen suchten daraufhin den Schlüssel zu Johns Elektromobil, den er verloren hatte. Sie fanden sie unter den Trümmern. Die erste Arbeit war geschafft. Danach fand Maxim Wertsachen, Peters Geburtsurkunde und alte Fotoalben. Sie entfernten 7000 Kilo Müll aus dem Haus. Jasmin und Maxim machten weiter und räumten auf. Peter und John wollten in 2 Stunden zurückkommen. Bis dahin wollten sie alles erledigt haben. Jasmin, Maxim und 4 zusätzliche Reinigungskräfte brauchten insgesamt 3 Tage, um sich durch Johns Haus zu kämpfen. Das Ergebnis haute ihn um. Sein Haus war leer und aufgeräumt. Sogar das Badezimmer machte was her. Endlich konnte er ein Bad nehmen. Er bekam auch ein neues Bett, sodass er nicht auf dem Boden schlafen musste. Peter und John waren erleichtert. John konnte nun sein hohes Alter genießen, ohne dass Peter sich um seinen Vater sorgen musste. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren konnte John sein Zuhause genießen. Besser spät als nie, oder? Die versteckte Luke. Wer umzieht, will natürlich, dass alles reibungslos und schnell über die Bühne geht. Der Mann in dieser Geschichte stieß beim Einzug auf eine besondere Überraschung. Doch statt irritiert zu sein, nahm er sich Zeit, das Ding zu untersuchen. Und was meinst du, was er fand? Schreib es in die Kommentare. Wer zum ersten Mal sein neues Zuhause betritt, macht manchmal diverse Entdeckungen. Nur von dieser wusste nicht mal der Vormieter. Als unser Protagonist in sein neues Zuhause zog, schien alles in Ordnung. Die hohen Decken waren wunderschön, trotzdem war das Haus gemütlich und hatte eine einladende Atmosphäre. Ein gepflegtes, altes Häuschen. Er war zufrieden, als er endlich mit dem Kartonsschleppen fertig war. Er hätte sie auspacken können. Doch zuerst wollte er sein neues Zuhause fotografieren und alles festhalten. Das einfache und funktionale Badezimmer offenbarte jedoch etwas Interessantes. Als er näher kam, fand er vor der Badezimmertür eine Luke. Diese hatte er während der Besichtigung nicht bemerkt. Was wohl dahinter steckte? Übrigens, hast du uns schon den Daumen nach oben gegeben? Like uns! Hast du unseren Kanal schon abonniert und die Glocke geläutet? So verpasst du kein einziges Video. An der Luke war ein Hebel. Würde er sie aufbekommen? Man sollte meinen, dass sie wahrscheinlich klemmte. Doch er zog kräftig und öffnete die Luke. Jetzt war er wirklich neugierig. Was hat er gefunden? Leider wurde er enttäuscht. Es war ein unterirdischer Abstellraum. Schade. Doch als er sich den Raum genauer ansah, bemerkte er etwas Seltsames. Er war doch viel größer und es gab sogar Treppen, die nach unten führten. Als er nach unten ging, betrat er einen geheimen, staubigen Raum. Die Steinmauern waren alt und schmutzig. Es war alles seit Jahrzehnten unberührt. Er sah einen langen Korridor. Er beschloss, einen Freund anzurufen und auf ihn zu warten. Gemeinsam gingen sie auf Erkundungstour. Es gab viel Gerümpel. Sie gingen weiter, auch wenn es nicht leicht war. Viele Steine waren bereits abgebröckelt. Schließlich kamen sie endlich ans Ende. In dem großen Raum waren Graffiti an den Wänden. Es war dunkel, feucht und ziemlich unheimlich. Geister würden sie kaum überraschen. Es gab keine Schätze. Doch nun hatte er einen weiteren Raum. Er musste ihn nur ausbauen und bewohnbar machen. Sie waren froh, dass sie nun wussten, was sich hinter der Luke verbarg.
Würdest du das Gleiche tun, wenn es einen solchen Raum bei dir gäbe?